Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar heute Morgen. Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Zusammen natürlich mit Dirk Hilger. Ja, ich bin mal gespannt, was der Dirk heute in der momentanen Marktlage so macht. Von daher ganz wichtig, gehen wir direkt mal zum Risikohinweis über. So, okay. Ganz wichtig, das Webinar ist keine Anlageberatung oder dergleichen. Es ist auch keine Handelsempfehlung von uns oder vom Dirk. Das dient alleine nur zu Schulungszwecken. Und ganz wichtig ist, dass Sie im Endeffekt auch Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Okay, gut. Dirk, bist du soweit ready? So, also, dann starten wir doch mal. Also, du kannst mir gerne den Bildschirm schon mal geben. Alles klar. Dann übergebe ich dir den Bildschirm. Wenn irgendwas sein sollte, ich bin im Hintergrund. Okay. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Gut, Dirk. Genau. Ich zeig's ja hier auch gerade nochmal den Risikohinweis, ne? Und das ist ja inhaltlich das Gleiche wie das, was ihr ja auch halt habt. So, da sind wir zumindest mal auf der sicheren Seite. So, und dann starten wir hiermit jetzt offiziell. Und ich sag mal Hallo und herzlich willkommen. Mal gucken, dass hier aufgeräumt ist. Immer bevor ich den Bildschirm hier umschalte. Hoppla. Das wäre gut. Die Kamera macht wieder komische Sachen. Moment, ich muss die einmal kurz ausknipsen und wieder anknipsen, damit das komische Rechteck dann weg ist. Jetzt ist mir hier natürlich direkt was runtergefallen. So. Gucken, ob das jetzt funktioniert. So. Ein etwas holpriger Start heute. Aber das werden wir schon hinkriegen. So. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem sonnigen Köln. Deswegen auch freuen das Bild mit der Sonne, beziehungsweise zumindest mal dem blauen Himmel. So, da ist ja heute wieder einiges los, wie ich hier auch gerade schon sehe, ist natürlich sehr schön, freut mich, dass er mittlerweile so schön besucht, wie sogar das NFP Live Trading Webinar, was ja auch immer einmal im Monat stattfindet, übrigens diese Woche wieder. Und meine Aufgabe ist es heute hier auf den Markt einzugehen, beziehungsweise halt rauszufinden oder beziehungsweise euch halt auch mal so ein bisschen erklären, wie ich mit so einem Markt halt auch entsprechend umgehe. Ich versuche mal hier irgendwie, ich hoffe, das funktioniert und es ist halt irgendwie, ja, damit ich halt auch die Fragen sehe. Was, Rasierer kaputt? Ich sehe halt immer so aus. Das wächst halt wie Unkraut, ich kann da halt nichts dran ändern. Und ich habe irgendwie auch keine Lust, mich jeden Morgen zu rasieren. Da kommen schon wieder die ersten Kommentare auf hier meine Bartfrisur, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich würde gerne mal, Flo, können wir mal kurz eine Umfrage machen? Geht das? Jein. Aber dann machen wir es so. Ich würde halt einfach mal, um mal zu wissen, wo ich euch halt hier abholen soll. Ich frage einfach mal so, wie kommt ihr mit dem Markt aktuell klar? Weil das ist ja kein normaler Markt, den wir haben, sondern es ist ja schon eigentlich ein Ausnahmezustand. Also deswegen frage ich mal, schreibt es einfach in die Kommentare, damit ich mir so ein bisschen Überblick verschaffen kann. Und dann würde ich halt mal drauf eingehen, wie ich das halt mache. Okay, da kommt ja einiges rein. Ja, also die meisten bisher. Schwierig lese ich jedes zweite Mal, nicht einfach. Schwer rein und schwer raus. Ja, also die wenigsten eigentlich, so wie ich das halt hier so im ersten Überblick sehe, kommen damit gut klar. Und aber dann einige eben doch im Skyping. Also bei mir ist halt wirklich so, ich liebe solche Märkte. Das ist halt, also die Märkte sind halt Chaos, aber das kann man sich halt auch so ein bisschen zunutze machen. Ich habe natürlich, deswegen gehe ich da auch da gleich mal noch ein bisschen drauf eingehen. Ich habe mich ja, was jetzt halt meinen Blog halt angeht, die letzten Tage so mit einem großen Ausblick ja auch irgendwo zurückgehalten. Das hat auch seinen Grund, auch wenn ich es gestern
zum Beispiel halt den Markt nach unten hin klar begrenzt habe und da halt nicht davon ausgegangen bin, dass wir noch weitere Tiefs finden, beziehungsweise erstmal neue Tiefs sehen. Das hat auch soweit gepasst. Trotzdem ist es aber so, dass ich jetzt auch nicht unbedingt während des Tages bei solchen Märkten irgendwie die große Ahnung habe, wo die Reise hingeht. Und es ist halt, also das Einzige, was ich halt hier wirklich dann mache, das ist halt reagieren. Ja? Also das Schöne bei so einem Markt ist, der Markt ist illiquide, das muss man halt ganz klar sagen. Das heißt, wir haben ja Riesenbewegungen. Das liegt aber jetzt nicht daran, weil die alle wie wild kaufen und verkaufen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen, wenn da einer mit einer irgendwie halbwegs normalen Position kommt und dann läuft so ein DAU auch mal irgendwie 1000 Punkte durch die Decke. Ne? Das haben wir am Freitag zum Beispiel auch gesehen, wo es zum Schluss dann 950 Punkte hochging in der letzten halben Stunde. Das ist natürlich brutal. Und das ist eben der Tatsache geschuldet. Also normalerweise, ich handle halt immer eigentlich mit so irgendwie 5 bis 10, 15 Punkten Stop im DAX oder so oder halt 10, 15 im DAU. Das funktioniert hier nicht. Ne? Das ist halt ganz klar. Und was ich halt finde, was halt erstmal das Allerwichtigste ist, ist, werdet ihr wahrscheinlich natürlich auch selber drauf kommen, Positionsgröße runter und den Stop hoch. Und das ist halt erstmal das Allerwichtigste. Und man darf das vor allen Dingen nicht unterschätzen, ne? Was da halt eben auch mit kleinen Positionen halt geht. Ich habe ja halt, und dann gehe ich jetzt auch mal gleich kurz drauf ein, weil mein lieber Freund Heiko Behrendt hat hier einen sehr, sehr reißerischen Titel für das Webinar auf seiner Homepage, auf seiner Facebook-Seite gepostet, nämlich wie ich in 2 Tagen aus 100 Euro 10.000 gemacht habe in dem Markt. Das ist auch wirklich wahr. Ich habe auch gestern den Kontoauszug dazu gezeigt. Ich zeige ihn auch hier mal kurz. Ich habe das mal schnell vorbereitet. War halt wirklich so, bei mir war es halt, ich stand die ganze Zeit an der Seitenlinie, aber nicht, weil ich mich nicht an den Markt getraut habe, sondern weil ich einfach tausend andere Sachen halt im Kopf hatte. Und beziehungsweise halt in der Programmierung war. So, und am Freitag habe ich mir gesagt, ey komm, stellst du mal 100 Euro separat irgendwo ab und damit du wenigstens mal das Mittagessen davon halt bezahlen kannst. Und ja gut, das ist dann halt ein bisschen eskaliert. Und ich zeige das jetzt, wie gesagt, weil der Heiko es halt ja nun mal gepostet hat, deswegen muss ich ja kurz was dazu sagen. Es ist halt in Anführungszeichen so ein bisschen eskaliert. Das heißt, es war dann irgendwie halt nach 4 Stunden war das Konto von 100 schon auf 1000 gewachsen. Abends stand es bei 1500 und gestern habe ich dann halt tausend davon weggebucht und nochmal halt separat gehandelt und zum Schluss ist dann auf diesem separaten nochmal hier 8300 Euro war es dann und das andere war auch schon wieder irgendwie bei 1700 und irgendwas. Und so sind dann halt eben 10.000 draus geworden. Was man aber hier jetzt ganz klar auch sieht, ne, das sind halt etliche Positionen und das heißt, es sind auch viele Fehlentscheidungen dabei und vor allen Dingen der entscheidende Punkt ist, und darauf sollte man, glaube ich, mal gucken, es sind Entscheidungen dabei. Das heißt, ich bin ganz oft entsprechend ausgestoppt worden. Was man halt auch sieht, ist halt, dass zum Beispiel die Quote 50-50, mehr ist die nicht, ne? Und das zeugt da eben halt entsprechend auch davon, dass ich ja auch nicht wirklich weiß, was passiert. So, aber was ich mir zunutze mache in dieser ganzen Geschichte, das ist halt eben, dass ich dann halt sehe, dass wir halt wenig Liquidität haben und genau diesen Punkt nutze. Das heißt, wenn so ein Markt mal anfängt zu laufen, nutzt es halt überhaupt nichts, ja, da halt irgendwo dagegen zu halten, weil dann rennt der halt einfach dann mal 100, 200 Punkte am Stück und dann macht auch ein großer Stop keinen Sinn, sondern dann ist es eher umgekehrt, dann drehe ich tatsächlich lieber die Position, baue die dann in die andere Richtung aus und gehe mit, soweit es geht. Und das ist für meine Begriffe halt eine Möglichkeit, wie man diesen Markt halt handeln kann. Ob wir jetzt heute nochmal so eine Vola kriegen, ich weiß es nicht, ne? Also so die Zeichen sprechen so ein bisschen dagegen. Es dürfte ein bisschen zurückhaltender werden heute. Warum? Weil wir halt so ein bisschen im Seitwärts halt sind, ne? Also wir haben halt im DAU ein ziemlich fettes Reversal gestern gehabt. Ich gehe mal hier jetzt mal langsam auf den Bildschirm. Wir haben im DAU halt ein ziemlich ordentliches Reversal gestern gehabt oder zumindest mal der Ansatz von einem Reversal. Und von daher heißt es, die Käufer sind noch nicht tot. So, aber durchgesetzt haben sie sich halt auch noch nicht, ne? Und deswegen haben wir halt hier so ein bisschen die Tendenz für meine Begriffe
halt zu seitwärts, finde ich. Und da muss man jetzt mal gucken, wie man halt damit umgeht, beziehungsweise vor allen Dingen, wie auch der Markt damit umgeht. Aber noch mal ganz kurz zur Positionsgröße, ne? Ich habe das ja auch irgendwo gestartet mit irgendwie 20 Cent pro Punkt im DAO. Selbst da kommen dann halt auch ganz schnell irgendwie ein paar hundert Euro zusammen. Und wenn man es falsch macht, natürlich auch in die falsche Richtung. Das ist halt auch klar, ne? Und deswegen halt, vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für den einen oder anderen, dann lieber in so einem Markt mal irgendwie auf ein separates Konto halt eben einen kleinen Betrag stellen oder halt eben abbuchen vom eigentlichen Konto, damit da halt eben, damit da nichts passiert. Weil es ist auch nicht so einfach, glaube ich, sich zu disziplinieren. Sowohl dann, wenn es halt gut läuft, aber auch dann, wenn es halt eben schlecht läuft. Ne? Das ist halt nicht so einfach. Deswegen mache ich das eigentlich immer mal ganz gerne, dass ich halt dann irgendwie dann lieber separat kleiner Account und dann halt mal gucken, was da zu holen ist. Wenn es dann halt nicht funktioniert, und dann ist mein Risiko aber auch begrenzt und dann ist es halt gut. Ne? Und das ist halt eben der Vorteil daran. So, und das heißt eben auch, ich habe zum Beispiel jetzt hier von den Einstellungen, so wie ich halt auch entsprechend schon mal starte, da kann ich halt auch jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Also hier bei Trading, ich habe zum Beispiel alleine im DAX habe ich jetzt schon initialen Stop-Loss von 25 und ich habe eine Break-Even-Absicherung von 5 Punkten. Das heißt, wenn Break-Even-Safe halt zieht, und dann wird es mit 5 Punkten abgesichert. 10 Punkte hier nach Break-Even macht auch keinen Sinn, die kann man auch schon mal direkt verdoppeln. Und dann, wie gesagt, Positionsgröße, kleine sei es. So, und dann halt gucken, was passiert. Und das heißt halt auch, man muss sich eben, wie gesagt, damit anfreunden, dass man halt auch entsprechend Verluste halt produziert, ne? Und man muss einfach raus. Das heißt, ich muss mal gucken, ob ich in diesen Rhythmus, den ich da gestern hatte, hier auch nochmal reinkommen. Ich weiß es nicht. Aber es kann halt dann einfach sein, dass es sehr aggressiv wird, dann vom Handel. Deswegen bitte dann auch echt nicht nachmachen. Sondern dann wirklich halt selber mal gucken, so ist das was für mich, das so zu handeln oder auch nicht. Jetzt hier zum Beispiel, ich würde hier nicht sofort als Beispiel short gehen. So, hier ein bisschen, hoppla, ein bisschen Serverstress hier. So, der hängt irgendwie leider ein bisschen bei mir. Das hat mit FX Flat nichts zu tun. Warum hier short? Ganz einfach, wir haben eine Reaktion nach unten. So, und in der Regel, wie ich ja gerade gesagt habe, wird die eigentlich fertig gemacht. Das heißt, wir haben hier ein Cluster, wir haben unten den Point of Control. Und wenn der so eine Bewegung anfängt, dann macht er die in so einem Markt normalerweise halt auch direkt fertig. Ne? Wir haben hier halt hier oben auch einen Widerstand, hier die letzten Hochs, hier im Stundenchart. So, und wie gesagt, das kann auch gerne ein paar Mal daneben gehen. Deswegen jetzt nicht hier irgendwie, oh, der Hilger geht short, dann gehe ich auch short, der fällt bestimmt 100 Punkte. Das weiß ich nicht. Ne? Keine Ahnung. Ich sage nur, es ist halt irgendwie der erste Impuls. Und was man halt eben auch machen sollte, ist halt den Stop wirklich weit genug weg und dann im Zweifelsfall oben lieber nochmal eine dran setzen die Position, den Einstieg dann halt so halt auch verteilen. Ne? Also hier die 12.036 jetzt als Beispiel im DAX, da gehe ich gleich noch ein, war halt eben auch gestern, das sieht man hier auch über Nacht, ne? Erstmal Widerstand, da oben hing es jetzt schon ein paar Mal dran, die Stundenkerze. Er versucht jetzt natürlich darüber hinwegzugehen. Kann auch sein, dass er das macht. Und dann kann man einfach an anderer Stelle nochmal neu ansetzen. Das heißt, im Bereich Scalping finde ich das halt eigentlich dann auch die cleverste Variante, an so einen Markt ranzugehen und eben nicht großartig irgendwie Richtungen da halt irgendwo haben zu wollen. So, ich bin jetzt halt hier short. Ich gehe mal davon aus, dass wir da unten das auch mal austesten, ne? Weil halt eben da oben Widerstand ist, weil die Bewegung angefangen wurde. Im Hintergrund habe ich hier den 15-Minuten-Chart und da ist entsprechend jetzt erstmal halt das Target hier unten, die Eröffnung von der letzten 15-Minuten-Kerze. Die Position ist gerade schon abgesichert. Ne? Wenn ihr jetzt zurückkommt, bin ich mit 5 Punkten raus. Ansonsten, wenn wir nach unten durchschießen dann bin ich entsprechend halt ein bisschen dicker dabei. Was man halt auch machen kann, ist entsprechend den TE-Trail im Scalping. Man muss halt wirklich schnell sein, ne, wenn man so einen Markt halt handelt. So. Und das heißt, wenn der jetzt hier unten nochmal hinkommt, hier würde sowieso jetzt mein Trailing-Stop halt eingesetzt. So, die Position ist im Gewinn raus. Dann würde da mein Trailing-Stop halt eingesetzt werden.
Und ansonsten hätte ich jetzt mit TI gemacht. Ihr seht, das geht rasend schnell, ne? Und ich kann auch nicht so schnell erklären, wie ich gerne handeln würde. Es funktioniert auch nicht. Und sonst hätte ich hier tatsächlich eben auch gleich nochmal drauf gedrückt, beziehungsweise hätte ihn wahrscheinlich schon vorher dann halt irgendwo auch gemacht. Was man eben halt auch sieht, ist, oder was man halt sich als Orientierung nehmen kann, selbst im Minutenchart funktioniert das, die letzte davorliegende Kerze, wenn die halt wie hier zum Beispiel halt rot ist oder wie in meinem Falle schwarz. Man hat es ganz oft, dass halt wirklich nach Abschluss der Kerze wird die entsprechend im Bruchteil der Zeit nochmal halt bis zur Öffnung angelaufen und dann die Bewegung eben auch in einem Bruchteil der Zeit nochmal vollständig halt durchlaufen. Das haben wir hier jetzt halt auch gesehen, beziehungsweise sieht man halt auch, ne, hängt hier oben an der Öffnung von der Minutenkerze und läuft jetzt einfach von oben bis da unten hin. So, das ist halt ein Scalping-Ansatz. Der geht halt im 5-Minuten-Chart genauso wie in Minute, 15 Minuten, Stunde und so weiter und so fort. Weil ich finde, man kann ja nicht wirklich sehen oder halt wissen, was haben die heute vor, ne? Also, ich werde natürlich gleich hier mal auf das größere Bild auch mal nochmal eingehen und da halt mal so ein bisschen versuchen, die Grenzen zusammen mit euch halt hier auch auszuloten, ne? So, aber hier sieht man jetzt zum Beispiel halt auch schon direkt, ne, da ist halt ein Widerstand hier oben, da sitzt halt ein Verkäufer oder entsprechend will halt den Markt halt nach unten, um sich tiefer einzudecken. So, und das heißt, wie ich auch vorhin gesagt habe, ne, wenn so eine Bewegung angefangen wird, das ist das Schöne bei so einem Markt, die wird meistens fertig gemacht. Und deswegen, und hätte der jetzt eben, Entschuldigung, ich habe irgendwie ein bisschen Kratzen im Hals. Und hätte der jetzt eben halt nach oben reagiert, wäre ich auch long gegangen da oben mit rein. Und das kann man halt schon machen. Ne? Man muss halt einfach immer nur schnell sein. Und hier jetzt mit long ist natürlich auch eine Idee. Warum? Ich versuche halt auch mal so ein bisschen das Ganze zeitlich einzugrenzen. Das heißt, ich suche mir halt die Impulse. Also Impuls ist halt für mich entsprechend immer das Fertigwerden von einer Zeitperiode. Und wir haben hier als erste größere Zeiteinheit, haben wir jetzt hier den M15. Und das ist ein Außenstart hier ganz klar im M15. Und der Markt versucht, Außenstäbe immer zu halten. Also es mag halt für einige irgendwie ganz merkwürdig klingen, aber solche Märkte wie diese, die funktionieren genau so. Und weil ich halt eben auch nicht glaube, dass irgendwie große Marktteilnehmer hier wirklich so wahnsinnig aktiv sind in dem Markt. Und deswegen ist es halt schon überwiegend dann halt auch im Future dann gehandelt. Und da laufen eben entsprechend halt auch viele Algorithmen und die scheinen, oder was heißt, die scheinen, die achten definitiv auf Außenstäbe. Ich beobachte das ja irgendwie auch schon seit ein paar Jahren. Und deswegen kann man den Markt da halt auch immer eigentlich relativ leicht da halt abgreifen. Man muss nur schnell genug sein. Das ist halt eigentlich alles, ne? Und das heißt, das gleiche Bild, was wir jetzt hier auf Minute haben, was wir hier in der Minute haben oder dieses Verhalten, das ist halt in anderen Timeframes genau das gleiche. Also deswegen, das werden wir nachher auch dann gleich sehen, wenn halt jetzt hier die 15-Minuten-Kerze fertig ist und wenn wir einen Rücklauf kriegen in diese 15-Minuten-Kerze, kann man die am oberen Ende, beziehungsweise hier ist ja dann eher der Anfang, kann man die entsprechend halt auch nochmal shorten. Das kann man dann feintunen sozusagen im Minutenchart. Und aber das wird genauso funktionieren. So, und deswegen jetzt hier auf der rechten Seite sehen wir den Stundenchart, ne? Dort haben wir genau das Gleiche. Das heißt, da haben wir jetzt halt irgendwo eine Aufwärtsbewegung, sogar in Form von eines Außenstabs, wie ich es hier sehe. Das heißt, da laufen wir an die Eröffnung. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Da laufen wir an die Eröffnung. Und da ist auch jetzt der EMA 200 hier im M1. Und die werden wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwo verteidigen. Selbst wenn wir jetzt darunter pieken sollten, wäre das halt wieder so ein Punkt, wo ich sage, gut, den nehme ich hier mal long mit. Ne? Wenn wir da drunter gehen sollten, wenn es dann Stich gibt,
wäre ich da eigentlich sofort dabei. Beziehungsweise vielleicht gibt es noch nicht mal einen, sondern reagiert hier sauber, kann auch passieren. So, genauso gut. Aber bis jetzt, ich wollte gerade sagen, genauso gut kann man natürlich eine Stop-Order drüber setzen. Aber das wäre jetzt halt eigentlich schon relativ klassisch. So, wir haben aber auch hier einen Pivotpunkt. So, wir haben die ersten Käufer beziehungsweise Short-Auflösung, haben hier eine Reaktion. So, aber auch hier, ich würde das schön verteilen, so eine Geschichte. Ja, aber der Ansatz ist genau der gleiche. Das ist die Stundenkerze. Die läuft natürlich ein bisschen länger. Wir laufen einmal halt das Ding unten an. So, ich bin schon im Trail drin, weil ich ja alles eingestellt habe. Und zack, raus. Ja, so, sieht einfach aus. Es ist tatsächlich auch gar nicht so schwer. Da schreibt auch der Berislav, da könnte man jetzt auch longen. Ganz genau. Habe ich ja auch gemacht. Ne? So, aber auch nur, ich weiß nur, ich kriege in dem Bereich, ne, also hier, ich kriege in dem Bereich, ich hoffe, man kann das erkennen, ich kriege da eine Reaktion. Das weiß ich. Also, das heißt, ich weiß es. Ne? In fast allen Fällen kriegt man da eine Reaktion. Es sollte auch versucht werden, die Kerze wieder entsprechend ganz bis nach oben zu laufen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich von hier sogar wieder bis zur Eröffnung laufen. Und ich bin jetzt nur aber deswegen schon mal raus, weil oft ist es ja so, dass man einen zweiten Test kriegt an der Stelle und das gar nicht mal unbedingt in einer Bewegung gemacht wird. Und vor allen Dingen, weil ich halt auch großer Freund davon bin, hier entsprechend Gewinne auch mitzunehmen. Und weil ganz oft habe ich da wirklich auch Positionen, die dann eben nur ein paar Sekunden dann halt auch im Markt sind. Boah, was habe ich denn mit meinem Hals heute? Die ein paar Sekunden im Markt sind. Und wenn der Markt es hergibt, warum halt nicht? Ne? So, aber vom Prinzip her, ne, klar, ist nochmal, es ist genau das Gleiche. Stunde und 15 Minuten war hier der Trigger. Also allein die Form der Kerze war hier jetzt entsprechend ein Trigger für Long. Mehr war es halt gar nicht. Ne? Und der EMA 100, ey, das gibt's nicht. Sorry, tut mir wirklich leid. Vielleicht soll ich keine Apfelschorle trinken, das ist Fruchtsaft. Und kratzt dann doch so ein bisschen im Hals. So, da wären noch ein paar Punkte weitergekommen, wie man sieht. Aber es ist erstmal okay. Den nächsten Einstieg finden wir garantiert. So, aber das ist genau die Art und Weise, finde ich, wie man solche Märkte handeln kann. Wo man dann natürlich drauf aufpassen muss, das ist natürlich dann entsprechend, wenn die Periode halt fertig ist, schließt sie halt drüber, schließt sie drunter. Und das ist dann halt schon natürlich auch immer ein Indiz, wie es als nächstes weitergehen könnte, beziehungsweise wo dann halt die Reaktionspunkte sind. Hier halte ich jetzt wiederum für gefährlich, ne, weil sieht long aus, so bricht bestimmt nach oben aus. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt erstmal genau das Gegenteil passiert. Und wir jetzt nochmal zurücklaufen, dann halt hier nochmal in dem Bereich auf die 12.000 nochmal drauf. Wenn er das macht, dann wäre ich da auch entsprechend dabei. Ne, geht direkt durch. So, und was man dann natürlich auch machen kann, dafür bin ich jetzt schon wieder zu langsam gewesen, ist hier oben Short direkt mal. Ne? Weil der Widerstand ist ja halt nicht gekauft, nur um eine Minute. Das kann natürlich in der Stundenkerze wiederum einfach nur als Docht da oben enden. So, und ist halt außerdem so, natürlich hier oben haben wir dann halt die Fills, entweder von den Käufern und gleichzeitig von denen, die short waren, die lösen dann halt hier oben auf. Deswegen haben wir jetzt auch hier dann genauso eine Reaktion, wie wir sie halt gerade halt sehen. Ne? Man sieht ja, es kommt ja erstmal nicht viel nach. Das heißt, man kann hier genauso gut auch nochmal direkt short dagegen halten, stoppt da oben hin an den nächsten Widerstand nochmal die nächste Position. Nimmt sich ein paar Punkte in die Gegenrichtung mit und wenn er nicht reagiert, raus. Ja, das heißt also, ich brauche natürlich auch hier jetzt schon ein bisschen Alarm von der Verkäuferseite, ansonsten macht es halt keinen Sinn. Ne? Und deswegen bei Fehlentscheidungen nicht lange zögern. Ich warte jetzt mal den hier noch ab, würde hier kurz drüber gehen, den würde ich noch mitnehmen. Stopp weit genug weg, so dass es halt auch für einen Spike halt noch reicht. Wenn er fliegt, dann fliegt er halt. Das ist kein Problem.
Ja, aber wie gesagt, noch ist das Ding halt nicht gekauft. Aktuell ist es erstmal nur ein Impuls, hängt hier im Stundenchart, da oben an diesem Widerstand. So, mehr ist es noch gar nicht. Ja, kann natürlich, und das deswegen sage ich halt auch, wenn man so einen Markt in so einem, ich will es jetzt mal wirklich auch Aktionismusverfahren halt handelt, muss man halt entsprechend auch damit rechnen, dass man halt eben in einer ordentlichen Bewegung und dann halt entsprechend dann halt auch dagegen steht. Das heißt, auf keinen Fall den Stop dann halt irgendwie zu hoch ziehen, lieber Verluste realisieren und dann nachher halt nochmal rein. Ich mache das jetzt ja natürlich ganz bewusst auch so ein bisschen aggressiv hier und um halt auch mal zu zeigen, wie man damit umgeht und nicht nur, weil ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich weiß ja nicht, ob der Markt jetzt wirklich steigt oder ob wir weiter fallen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Und halt eben auch mal ein bisschen zu zeigen, wie ich dann halt damit umgehe. So, jetzt haben wir hier nochmal den zweiten Fill. Bis jetzt kommt nach oben halt nichts nach. Kann sich natürlich gleich ändern. So, ich würde es aber eher mal tendieren, dass wir halt hier nochmal zur Eröffnung laufen. Und wenn wir das machen, dann kann ich da auch gleich wieder den Trail dann entsprechend aktivieren, beziehungsweise der würde hier knapp unterhalb der Eröffnung sowieso aktiviert werden. Bei einem Stundenchart, ne, noch hängt der einfach da, noch ist nichts passiert. Natürlich kann der jetzt nach oben, wie gesagt, wegbrechen, aber das macht nichts. Jörg, da Ja, ist gerade bitte. noch eine Frage zu den Außenstäben gekommen. Vielleicht kannst du dir in der Zwischenzeit einmal kurz drauf eingehen oder so. Ja, Sekunde, wenn der Trade hier fertig ist, mache ich das Ja. sofort. So, jetzt haben wir hier den nächsten. Was habe ich denn doch? Stimmt doch, ne? Ah, genau. Also die 15-Minuten-Kerze ist ja jetzt fertig. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. So, aber hier müssen wir jetzt gucken, wenn wir die halt hier nochmal die Bewegung runterkriegen sollten, wenn sie überhaupt kommt. Ne? Kann natürlich jetzt sein, dass der mir hier nicht aufgeht. Ich würde dann hier unten sogar sofort drehen, wenn es halt so kommen sollte. Ich fürchte aber eher, wir kriegen jetzt halt direkt Impuls mit der 15-Minuten-Kerze nach oben raus und die Position ist dann wahrscheinlich gleich erstmal weg. Davon gehe ich irgendwie fast aus. Ne? Deswegen hänge ich auch den Stop da oben jetzt nicht wirklich weiter höher. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Weil dann wird es halt schnell wieder illiquide und bricht dann nach oben dann halt aus. Deswegen lasse ich den jetzt mal schöner sitzen. Wie gesagt, wenn wir die Bewegung runterkriegen sollten, würde ich da unten long reingehen. Ne? So. Mein Server irgendwie hat heute Morgen so ein bisschen ein paar Schmerzen. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja, da hättest du den Long da unten auch irgendwie drin lassen können. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn da nichts mehr nachkommt, gehe ich da auch sofort wieder rein. So, natürlich im Nachhinein weiß man ja immer besser, wie man es hätte machen können, ist ja ganz normal. Hoppla, den wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Ich wollte eigentlich nur eine Position. Ja, die Vola ist halt längst nicht da, wo wir sie halt irgendwie die letzten Tage hatten. So, hier sieht man jetzt halt auch irgendwie einen Verkäufer. Also es ist halt wirklich eigentlich, also ich meine, das sind jetzt hier immer noch über 100 Punkte, ne? Darf man halt nicht vergessen. Das ist halt für eine normale Eröffnung, wäre das halt hier schon wieder exorbitant viel. Aber für das, was wir die letzten Tage da im Markt haben, ist es halt nicht viel, ne? So, und hier wäre meine nächste Grenze. Hier oben wäre ohnehin die 113. Das ist ja nicht wirklich weit entfernt. Ja, da 110, 113. Einfach weil es bekannt ist als Volumenpunkt. Ich provoziere das jetzt hier auch mal ganz bewusst so ein bisschen. So, das wäre dann halt ein Volumenpunkt und auch hier das Hoch im Stundenchart. Das wäre eine
eine kleine Übertreibung drüber hier über die über diese Hochs. Und was mir halt noch fehlt hier in dieser Bewegung oder beziehungsweise in dieser Periode, also hier im M15, das ist so ein bisschen mehr Reaktion da unten rein, ja, in diese Kerze selber nochmal. Das heißt also hier nochmal auf den Anfang, weil er das halt eigentlich ja die ganze Zeit macht, ne? Also alles Mögliche auf Anfang halt nochmal anlaufen und dann entsprechend, wie ich es ja vorhin halt erklärt habe, dann die Reaktion nach oben. Bitte mal kurze Erklärung des Außenstabs. Was meinst du mit bleiben? Ganz einfach. Warte mal, ich mache das gleich mal. So. Also Außenstab, ne? Wenn ich halt wie hier einen Außenstab habe, ne, sieht man ja hier in der Stunde. Das heißt also eine Kerze, die ein höheres Hoch gemacht hat als die davor und höher geschlossen hat, ist ja per Definition erstmal ein Außenstab. Und was der Markt halt gerne macht, das ist halt, er versucht halt immer die Richtung von einem Außenstab zu halten und in diesem Außenstab halt auch zu bleiben. Das ist halt eigentlich typisch. Und deswegen hat man halt die Reaktion, wenn der halt zum Beispiel bei so einem Long-Außenstab an die Unterseite halt geht, ist halt die typische Reaktion, dass der Markt halt gekauft wird. Ne? Und das meinte ich halt damit, also von wegen im Außenstab halt bleiben. Und das ist halt eigentlich nur normal. So, jetzt muss man gucken, ob der hier durchgeht. Das ist jetzt die 113, also jetzt knapp drüber. Ja, sieht. Moment. Erstmal nicht danach aus. So, und schick wäre natürlich, wenn wir von hier jetzt einmal zurück bis zur Öffnung laufen würden. Also wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ich bin hier ganz bewusst ein bisschen zu aggressiv im Markt auch drin, um halt eben vor allen Dingen, ich meine irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo einen Trade aufmachen und ist immer schön, oder andersrum, es ist schön, wenn natürlich halt ein Trade gut läuft, aber ich glaube, gerade bei solchen Märkten ist es auch nicht ganz unwichtig, auch mal zu zeigen, wie man damit umgeht, wenn man halt irgendwie erstmal auf der falschen Seite ist. Klingt jetzt vielleicht merkwürdig, meine ich aber ernst. So, da war jetzt erstmal nichts. Trotzdem machen wir mal Folgendes. Ziehe ein kleines bisschen höher. Nicht viel. Und würde hier jetzt, wenn entsprechende Reaktion nach unten kommt, wir sehen hier am Orderbuch eine Markttiefe. Jetzt ist es schon wieder weg. Dass da halt schon eine größere Order halt, na, da ist sie wieder, ne? Da hockt halt ein Verkäufer. Wie ernst er das meint. Mal sehen. So, und was man natürlich auch machen kann, ist halt entsprechend dann direkt unterhalb, ne, halt auch nochmal irgendwie eine Position rein und dann halt eben die hier als Beispiel auch wieder rausgehen. Steht in der DAO eigentlich 713, ja, ist auch wieder am gestrigen Tageshoch, sehe ich halt hier gerade an der Zahl. So, aber es setzt sich wahrscheinlich, ja, das kleine Hoch war ja okay. Das war eingeplant, mehr darf aber natürlich nicht mehr kommen, wenn das halt irgendwie noch was anderes nach sich ziehen soll. So, ist auf jeden Fall für eine Vola ist das dann doch recht ordentlich noch heute.
Ich habe schon ein bisschen befürchtet, habe ich ja vorher noch gesagt, dass das so ein bisschen weniger wird. Aber es sieht ja erstmal soweit gut aus. Aber ich versuche, ich gehe gleich mal noch rüber zum DAO, wenn wir hier durch sind. Mal gucken, ob der nicht ein bisschen schicker noch läuft. Ja, der Grund, warum ich halt hier jetzt auch erstmal Short noch für gerechtfertigt halte, ist halt dieses Hoch, ne? So, das heißt, noch ist da ja halt nicht wirklich was passiert. Der Versuch ist ja nur irgendwie gerade zu kaufen. Wenn das gelingt, schön. Und wenn nicht, dann nichts. So, was man natürlich auch machen kann, ist, wenn der Markt halt fürs Verrecken nicht runter will, auch mal drehen, weil was jetzt natürlich gut möglich ist, ist, dass wir halt direkt in einem Rutsch bis da oben hinlaufen. Boah, ich habe keine Ahnung, was mit meinem Server hier heute los ist. Der reagiert wirklich wie ein Sack Muscheln. Also das wäre dann hier oben das gestrige Tageshoch bei der 215. Und weil momentan ist ja irgendwie von Verkäufern erstmal nicht wirklich was zu sehen. Deswegen, also auch ein Grund, warum kleine Positionen, weil ich habe natürlich die Möglichkeit, dann auch so ein bisschen Trial and Error halt zu spielen und dann entsprechend mal eine Position auch zu drehen und hier so ein bisschen mit der Mathematik da auch ranzugehen. Und dann natürlich die Position in die andere Richtung dann halt deutlicher auszubauen, ne? Ich meine, wenn jetzt wie hier, wenn da jetzt halt noch als Beispiel halt was nachkommt oder auch wenn wir jetzt hier einen Rücksetzer kriegen, wäre natürlich noch fast schicker. Dann kann ich natürlich so eine Position auch hochskalieren in die Positionsgröße, die dann halt irgendwie schon eher dann halt irgendwo auch Sinn macht. Ne? Aber generell halt nochmal. Der erste Ansatz war absolut richtig. Hier unten long, ja, hätten wir den jetzt drin gelassen, wären wir jetzt irgendwie bei ja, fast 200 Punkten plus. Und aber so waren halt, sind halt unten im Scalping nur ein paar Punkte halt bei rausgekommen. Drehen von links auf rechts. Ja, Thorsten, so mache ich das tatsächlich. Aber nur mit dem Markt, nicht mit den Unterhosen. Thorsten Helbig ist hier wieder im Hintergrund und fängt schon wieder an, mich zu dissen. Er ist immer so frech zu mir. Manchmal ist er lieb, aber nicht immer. Ne, Thorsten? Schönen guten So, Morgen, also Thorsten, was wir auch jetzt von halt vor allen mir. Dingen halt gleich sehen werden, das ist halt die 30-Minuten-Abteilung, die 30-Minuten-Abteilung nenne ich es immer. 30 Minuten Impuls, der könnte halt nochmal interessant werden. Ja, das heißt, da wäre es dann halt schon möglich, dass man halt auch nochmal eine deutliche Bewegung halt sehen und vielleicht ist es dann auch so, dass wir halt hier die 15 Minuten Kerze einmal durchlaufen und dann entsprechend hier einen Rücksetzer kriegen, hier in dem Bereich. Das wäre natürlich dann halt auch die Chance, die hier unterhalb auszubauen. Und um dann halt entsprechend möglichst von dort auch das Tageshoch von gestern dann halt auch anzulaufen. Also, das ist alles so ein bisschen Trial and Error, ne? Ja, wie man sieht. Ich finde, es geht aber halt nicht wirklich besser anders in so einem Markt. Man kann natürlich irgendwie sich jetzt versuchen, hier an die Richtung halt irgendwo dran zu klemmen. Aber die einzige Chance, die ich da sehe, wo man überhaupt halt reinkommen würde, das ist tatsächlich wieder eigentlich nur an der Eröffnung selbst. Das heißt, da wären wir halt schon wieder irgendwie 60 Punkte tiefer, was jetzt auch nicht weiter tragisch wäre. Warum dort? Weil wir dort halt irgendwie so ein kleines Cluster haben. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich damit meine, aber das Zeichen hier muss mal weg. Ja, halt hier, weil wir halt hier, das war so der erste Widerstand, abgeprallten dann durch, ne? Und das sind halt immer genau solche Geschichten, wie ich sie halt eigentlich am liebsten suche, um dann halt irgendwie halbwegs sauber in den Markt zu kommen. Was ich jetzt hier ja mache, ist ja halt der Versuch,
dem Impuls zu folgen. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz, ne? Aber wenn man jetzt halt irgendwie sagt, okay, ich bin geduldig, ich habe irgendwie den ganzen Tag Zeit, und dann sucht man sich eigentlich immer besser solche Gebilde, die halt noch irgendwo ein bisschen was an Bestätigung brauchen. Und das heißt, das wäre halt so prädestiniert, ne, um da halt irgendwie nochmal gleich drauf aufzusetzen. Wo halt die 30-Minuten-Kerze tatsächlich Sinn machen würde. Wäre auch ein kurzes Unterbieten von dem letzten Außenstab hier, würde sogar von daher Sinn machen. Aber gucken wir mal. Was hat der Thorsten? Thorsten hat eine große Wunde zu verarbeiten. Thorsten, weiß ich da was nicht? Habe ich was nicht mitbekommen? So, mal gucken, ob man den, also wie gesagt, ich will das halt zuerst mal versuchen, den 30-Minuten-Impuls, ne, weil es halt einfach die nächste fertige, Kerze hier wäre. Der Dow klemmt so ein bisschen unten, ne? Das sehe ich gerade irgendwie. Der ist vom Tageshoch gestern erstmal abgeprallt. Aber mal gucken, heißt ja nichts. So, was jetzt hier natürlich erstmal ins Auge fällt, ist, ne, minimale Reaktion, irgendwie kaum Verkäufer. Und da ist noch nicht viel zu sehen. So, noch 30 Sekunden. Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann gleich wird. Also ich glaube, einige werden hier auch nachvollziehen können, warum ich da so irgendwie auf die 30 Minuten schiele, weil es halt ganz oft so ist, dass halt wirklich um 9:30 halt nochmal neues Volumen in den Markt kommt. Und der Markt dann halt auch deutliche Impulse zeigt. So, jetzt haben wir 9:30. Und er steht still. So. Bisschen was scheint da hinterher zu kommen. Das kann man natürlich, auch wenn sich das jetzt irgendwo hier bestätigen sollte, in die Richtung halt genauso und dann halt ausbauen, ne? Hier den Tageschart im Auge behalten. Ja, da liegt es auch so ein bisschen nah. Das Problem ist immer nur bei Tageskerzen, ne? Ich meine, da ist halt hier die Eröffnung irgendwie bei, die liegt halt mal schlappe 130 Punkte tiefer, ne? Ich stehe halt hier wirklich auf dem Abzug, weil ich, oh nein, 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 nein. Ich wollte noch nicht trailen. So. So. Mal gucken, ob man die nicht direkt mitnehmen kann hier nochmal. So. 31. 2 Minuten. So, erstmal drückt es ja hier nach oben. Soweit erstmal gut. Aber noch nicht so wahnsinnig viel, ne? Na gut, ist natürlich jetzt auch schon fast 200 Punkte gelaufen, darf man nicht vergessen. Aber ist trotzdem kein Grund, jetzt hier nicht weiterzulaufen. Ja, ich habe den Break-Even-Schutz noch drin. Deswegen springt der Stop hier immer nach die ganze Zeit. So, was man halt auch machen kann, ist, wenn jetzt zum Beispiel halt so eine Minute
halt fertig ist, auch mal irgendwie eine Position mal teilweise rausgeben. So, wir sind jetzt am Hoch, ne? Das sieht man im, ich habe jetzt eine mal aufgelöst, sieht man hier oben, ne? Genau an der Öffnung von dem Hoch. Das heißt, da wird es jetzt möglicherweise eng. Ja, vielleicht kriegen wir auch den Stich da oben drüber. Das Vortageshoch sehen wir hier oben bei der 216. Schick wäre natürlich, wenn wir direkt da drüber laufen, aber weiß ich nicht, ne? Aber was man jetzt ja zum Beispiel halt auch sieht, ne? Das war ja, glaube ich, erstmal auch ganz gut, dass ich halt eben hier die Position, die vorher im Verlust war, die habe ich halt hier jetzt eben dadurch, weil ich mich hier auf die Richtung eingestellt habe, halt wieder ins Plus gedreht bekommen. Und das meint, das ist halt eben auch, was ich halt eben meinte, ne? Das macht gar keinen Sinn, da halt irgendwie dann zu lange dagegen zu halten, dann lieber irgendwie da halt drehen und mitgehen, weil der Markt hört nicht mehr auf zu laufen, wenn der halt eine Bewegung erstmal anfängt. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen lieber so. So, und dann halt jetzt mal gucken, 5 Minuten. Das ist übrigens auch so ein Skyping-Ansatz. Die erste 5 Minuten Bewegung nach der halben Stunde ist ganz oft die falsche. Deswegen bin ich da jetzt gerade so ein bisschen auf der Hut und gucke mir das hier genau an, was ich hier treiben will. Auch was wir geschafft da oben durch oder, ja, weil so wie die jetzt im Hintergrund aussieht, die M15, so sieht auch die 5 Minuten-Kerze aus. Ja, ich traue dem Braten hier noch nicht so wirklich. Ja, wir sind hier halt eben auch am Hoch, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir laufen hier gegen den Stundenchart. So, ich nehme mal eine wieder raus. Mal, ob der das jetzt da oben durchzimmert oder nicht. Und was mir halt auch nicht gefällt, jetzt in dieser aktuellen Aufwärtsbewegung, ist, dass die jetzige 15 Minuten, 30 Minuten Kerze, wie auch immer, dass wir da überhaupt noch gar keine Korrektur halt hatten. Ne? Hier, das sieht man ja, es gibt überhaupt gar keine Lunte halt da unten hin. Ne? Und das fehlt mir halt auch so ein bisschen. Und die würde halt Sinn machen, zumindest mal hier bis ins letzte Tief. Und dann würde ich den halt auch in dieser Form dann halt auch wieder einkaufen. Ne? Weil hier sieht man ja, das war der letzte Support. Wenn er also runterkommen sollte, dann würde ich hier unten entsprechend da mich halt auch nochmal in den Markt einkaufen und würde das zumindest dann halt hier oben bis zu diesen Hochs dann halt auch nochmal mitnehmen. Und das wäre natürlich eine nette Bewegung. Rund 50, ja, 40 Punkte runter. Aber in so einem Markt ist es ja irgendwie nix. Der Andreas fragt, denkst du nicht, dass mit der Erwartung der Fettzinssenkung der Dow viel Potenzial nach oben hat? Ja, also trotz Virus. Also generell bin ich ja der Meinung, dass mit dem Virus, ne, dass da jetzt alle irgendwie so in den Märkten drauf schielen, das ist halt irgendwie nur der Trigger. Aber für meine Begriffe ist das nicht der Grund, warum halt irgendwie der Markt so reagiert. Man hat ja vorher schon gesehen, dass halt irgendwie bei 29.500, da ging ja nichts mehr, ne? Und da ist der Markt, der hat ja halt echt da oben halt einfach stagniert die ganze Zeit. Und klar, da kommt jetzt dann so ein Virus um die Ecke und dann plötzlich fällt es und alle sagen, es ist das Virus schuld. Ich bin ja da halt ganz anderer Meinung. Ich meine, ich handle ja auch News generell, ohne irgendwie die News selber zu kennen, weil halt ich immer der Meinung bin, dass halt der Chart macht die News und eben halt nicht umgekehrt. Und mit dem Virus hier ist es halt nicht anders. Ne? Ich lese auch zum Beispiel irgendwie so, ja, ein Fundamental und dann kann man halt irgendwie Charttechnik einpacken und so weiter. Das finde ich halt alles gar nicht, ne? Weil das ist doch irgendwie, der Markt läuft doch in Grenzen, die er sonst halt auch läuft. Nur halt dann eben jetzt diesmal halt im Wochenchart und nicht wie sonst üblich dann halt im Tageschart. Das ist aber eigentlich für meine Begriffe auch schon alles.
Und deswegen würde ich da jetzt halt irgendwie, was jetzt halt hier den fundamentalen Ansatz angeht, so von wegen Fett gegen Virus, generell im Zweifel für die Fett. Eigentlich immer, ne? Und so, never fight the fat. Klar, wenn da halt Geld in den Markt gepumpt wird, macht es halt wenig Sinn, sich dagegen zu stellen. Und aber das Virus würde ich gedanklich echt ausblenden. Ne? Das ist, weiß ich nicht. Also am Markt, zumindest zu Hause, sollte man sich schon brav die Hände waschen und gucken, dass man nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Ich versuche ja gleichzeitig zu lesen. Ich habe meinen eigenen Faden verloren. Nein, am Markt sollte man das halt gedanklich ausblenden, finde ich, sowas. Und aber ihr schreibt auch, der Ertug schreibt auch, keiner rennt aus dem Kaufhaus, weil es Angebote gibt. Kaufen, wenn günstig. Ja, vom Prinzip her bin ich da absolut dabei. Und es war halt auch gerade günstig. Ne? Also jetzt DAO so wie DAX. Und mich würde nicht wundern, ne, wenn halt gerade der DAO jetzt halt dann irgendwie die Wochenkerze, die wir da halt gesehen haben, dann halt eben mal nochmal zurückkauft. Wäre nicht das erste Mal. Ne? Also das hat schon oft übel ausgesehen im DAO und am Ende haben sie das Ding dann halt immer wieder gekauft. Ne? Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also die Bären verlieren halt meistens. Ne? Das muss man halt leider sagen. Sorry, Thorsten, das ist natürlich nicht gegen dich gemeint. Ich weiß, dass du hier halt immer eher short bist und du hast ja auch da einen ganz anderen Ansatz und du machst das ja auch super. Also da will ich mich noch nicht mal mit messen. Aber halt, ich sag mal halt, die nicht wissen, wie man in so einen Short auch reinkommt, die sind ja damit gemeint und dann halt irgendwie der Meinung sind, ah, der ist schon hochgelaufen, der muss jetzt mal runter, der muss gar nichts. Also der muss halt einfach nichts. Und letzten Endes, solche Anstiege, wie wir sie halt haben, sind ja auch genährt von den ganzen Shorties. Ne? Darf man dann auch nicht vergessen, weil wenn die anfangen aufzulösen, rennt es halt immer weiter. So, der steht jetzt hier so ein bisschen auf der Stelle. Lassen wir den mal. Ich gehe mal kurz rüber auf den DAO und gucken wir uns den halt auch mal hier gerade mal an. Also ich habe da relativ wenig Linien momentan auch drin, ganz bewusst. Ich behalte mal den DAX natürlich nebenbei noch ein bisschen im Auge. Und so, den bin ich halt gestern ja auch mit, oder machen wir erstmal hier im DAO mal ganz kurz, weil ich den schon so ein bisschen für führend in dieser ganzen Geschichte halt halte. So, hier, Tageschart. Ne? Was ist passiert? Geht mal unter die letzten Lows und rennt dann erstmal wieder hoch. Und habe ich auch gestern schon ein bisschen gesagt, mich würde nicht wundern, wenn es halt irgendwie das da unten gewesen ist. Und weil ich habe das schon mal gesehen, 2018 war genau das Gleiche. Da fällt das Ding, hier war das, ne? Irgendwie gefühlt ins Bodenlose. Dann gibt es irgendwie einen Schreckmoment nach unten und dann irgendwie kein neues Tief mehr und dann war es nie wieder gesehen. Ne? Und deswegen würde mich nicht wundern, wenn das hier nochmal genauso kommt. Das hier ist der Wochenchart. Der sieht eigentlich gar nicht mal schlimm aus. Ne? Wären das jetzt 5-Minuten-Kerzen? So kann man sich das ja mal vorstellen. Dann würde ich mir auch nur denken, so, oh, okay, ja gut, da hat wohl irgendjemand was Falsches getwittert oder so. Und aber hier unten auf den Lows, da hat er ja gehalten. So, ne? Sieht man da ganz deutlich. Das war hier halt irgendwie so die Biege drunter von 2018, die bestätigt wurde. Sauberer Support. Hat nochmal gehalten, ja. Wie gesagt, wenn man sich das mal als 5-Minuten-Kerzen vorstellt, da würde doch jeder darauf wetten, dass wir da nochmal da oben hinlaufen und nicht etwa halt hier jetzt plötzlich dann nach unten wegbrechen, sondern vor allen Dingen, wenn es schön langsam geht. Ne? Ich sage, wenn, ich weiß es nicht. Ne? Nochmal, ich sage nur so, das ist schon möglich und man sollte das auch in Betracht ziehen. Und momentan haben wir erstmal eine Reaktion da und wir haben schon fast die Hälfte der Wochenkerze in 2 Tagen wieder zurück. Ne? Und das ist ja nicht gerade irgendwie halt schwach und vor allen Dingen aufgesetzt auf einen sauberen Support. Deswegen sage ich, es ist möglich, dass wir da halt einfach vielleicht nicht in einer Woche, aber vielleicht dann in 2, 3 Wochen da halt einfach nochmal da oben stehen und dann oben am Gap und dann die Bären halt schon wieder anfangen zu fluchen. Ne? Es kann halt einfach sein, weil wie gesagt, wären das kleine Kerzen, 5 Minuten oder so, würde man sagen, oh, da hat sich jemand vertan. So, beide Tipp.
Und das ist halt einfach möglich, dass wir das hier auch genauso ja, dann entsprechend kriegen. So, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück auf den DAX. Hier sehe ich nämlich, passiert ein bisschen was hier. So, der steht bei der 200. Ja, einfach mal machen lassen. Ist jetzt noch nicht so viel passiert, aber erstmal soweit okay. Also, da ist halt auch, was man natürlich dann bei solchen Bewegungen dann halt irgendwie nicht machen sollte, ist die Ziele zu klein suchen, sondern dann halt schon irgendwo halt hier im Tageschart. So, und dann packe ich den auch gerade mal aus hier im DAX. Der hat gestern ein bisschen Schweinkram gemacht, finde ich, indem er halt hier unten das Low nochmal unterboten hat. Ist jetzt aber auch nicht wirklich neu im DAX, dass der Schweinereien macht. Der hat ein bisschen unsauberer da halt reagiert. Aber auch hier nichtsdestotrotz, ne, das da, hier sieht man das ja auch wieder, der Ansatz, den ich ja immer vehement verteidige, ist zu Cluster, Cluster, die gekauft wurden und dort die Reaktion. So, das war ein bisschen unnötig, da 100 Punkte durchzurennen, fand ich irgendwie, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber vom Prinzip her ist es aber halt das, ne, auch einfach nur auf dem letzten dickeren Cluster aufgesetzt. Und ob wir jetzt dann halt hier unten die 11.300 in etwa waren, das hier am Tief, ob wir die nochmal sehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber das wäre dann halt auf jeden Fall so das Ausloten des Maximums auf der Unterseite, wenn er das halt machen sollte. Und aber ansonsten, das hatte ich ja letzte Woche auch schon mal gezeigt, ist das hier erstmal nur ein Support-Cluster. So, jetzt ist der DAX aber nicht der DAU. Mal, apropos. Was macht denn die Position hier? Der reagiert ein bisschen zu heftig gerade. Ah, ne, ist aber okay. Ja, vielleicht kriegen wir da unten noch ein bisschen was an Fill. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber dass die jetzt halt hier ganz runterdreht. Könnte natürlich. Ich mache mir jetzt über den erstmal keinen Kopf. Lassen wir den mal. So, und bleib mal hier kurz beim Tageschart. Also, das heißt, in solchen Bewegungen, wenn man dann halt irgendwie die Ziele sucht, wo will der hin, dann sollte man die auch, also generell in solchen Märkten dann auch im Tageschart entsprechend dann auch suchen und nicht etwa irgendwie im Stundenchart oder ähnlichem. Und das heißt, hier, ne, wenn ich ja ohnehin davon ausgehe, dass halt irgendwie rein die Kerzenform halt hier immer irgendwo deutlich mitspielt. Und dann wäre mein Ziel für heute eigentlich hier genau das da. So. Ja, hier oben. Weil wir halt hier den letzten Support eben auch hatten, den würde man dann im Stundenchart deutlicher sehen. Das heißt, die 365. Das halte ich für ein sehr plausibles Anlaufziel. Da kann nicht punktgenau, ne? Sondern entweder knapp drunter oder knapp drüber, punktgenau. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Ne? Aber wenn der jetzt halt hier nochmal ansetzt, und dann wäre das halt zumindest mal ein Punkt, den er halt, den der Markt halt im Visier haben dürfte. Und trotzdem darf man jetzt aber hier auch eins nicht vergessen. Hier die 57, bei der wir jetzt gerade stehen. Da muss man natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. So von wegen einfach long. Einfach ist es ja meistens nicht. Aber hier sieht man ganz deutlich, und ich mache das mal anders, dass wir hier nämlich einen Außenstab haben, und zwar den letzten nach unten. Das Ding hier. So, und deswegen ist der Punkt natürlich hier schon ganz spannend bei der 5,7, weil ich würde mal sagen, wenn wir halt heute über der 5,5, 5,7 ungefähr ist es ja, da halt drüber schließen, dann kriegen wir auch nochmal einen weiteren Impuls nach Norden. Aber deswegen ist der jetzt halt erstmal grundsätzlich interessant. Und das halt nur mal zu zeigen. Das heißt, wir sind hier immer noch short. Ne? Und alles, was wir jetzt haben, ist korrektiv. Auch wenn wir bis an die 365 da oben laufen sollten, es ist korrektiv. Mehr nicht. Und wäre ein guter Grund, dort halt auch mal irgendwo in der Nähe dann halt irgendwie short zu gehen und dann von da wieder zurückzuhandeln auf diesen Außenstab. Moment, ich habe doch eigentlich Pfeile hier. Die habe ich ja nie verwendet. Das muss ich mal machen.
So, wo sind denn die Dinger? Müsste ja eigentlich irgendwie bei Arrows irgendwie sein. Nee. Linien. So, ne? Das heißt, das wäre dann halt so eine Bewegung, die dann halt schon irgendwo dann auch wieder Sinn macht. So, jetzt habe ich natürlich hier die Scale verpasst, aber gut, ist okay. So, kann man aber hier, Moment, mal kurz genau hingucken. Kann man aber hier, glaube ich, machen, wenn er hier nochmal drüber geht, dann nochmal mit einem weiteren Long da oben rein. Und dann mal drauf zu bauen, dass wir den Schuss dann nach oben auflösen. Und dann erstmal über das Tageshoch dann halt auch gehen. Es ist vielleicht nicht so klasse der Punkt, weil aber hier halt auch im Minutenchart ein bisschen höher. Und da halt eine Abwärtsbewegung hatten. Wie gesagt, ist zwar nur eine Minute, aber trotzdem, hier reagiert ja alles. So, hängt so ein bisschen zäh da oben rum, aber trotzdem, ne, was man halt hier irgendwie sieht, ich habe das jetzt halt hier auch so eng skaliert, das sind halt 100 Punkte, ne? Also selbst ein DAX, der kann das, ne? Auch der kann 200 Punkte bei der Eröffnung laufen, wie man sieht. So, was haben wir? 49. So, da würde ich ihn eher hierher setzen sogar. Aber die haben jetzt halt ein bisschen reagiert, über 50% in die letzte rein. Das heißt, wenn das jetzt reichen sollte, um das nach oben durch zu schieben, dann wird die auch wahrscheinlich mit dem Impuls nach oben das Hoch abschießen. Wenn. Ist immer konjunktiv. So, und das natürlich halt auch, und das spielt in solchen Märkten dann halt auch am meisten mit. Ich habe eigentlich heute gehofft, wir wären irgendwie so eine halbe Stunde durch, weil der Markt ja so schön schnell ist, aber irgendwie leider nicht. Genau, mit den Impulsen ist natürlich halt auch so. Ich achte ja sonst generell auch immer schon auf die Stundenkerze. Das muss man jetzt hier natürlich auch. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Stundenkerze, wenn wir die so schließen, ne, heißt es natürlich halt auch, dass wir eigentlich von dort, dass wir die natürlich auch genauso korrigieren. Das heißt, das ist die letzte fertige Periode. Und da haben wir natürlich genau das gleiche Prinzip. Das heißt, wir können ab hier ganz locker nochmal 100 Punkte fallen. Damit wären wir tatsächlich wie bei der Eröffnung, wo ich auch vorhin schon gesagt habe, hier, das wäre eigentlich der interessante Punkt für Long und dann ganz schnell wieder hoch. Das kann halt passieren, ne? Deswegen muss man jetzt hier, finde ich, jetzt auch gleich, wenn die Stunde fertig wird und mit, als Beispiel, der Markt über die 200 geht, muss man hier oben auf der Hut sein und beziehungsweise dann eng dran sein, weil es wahrscheinlich nur, oder das heißt wahrscheinlich, aber möglicherweise halt dann nur Nachimpuls ist und dann nur Positionen kurz aufgelöst werden, anschließend dann halt genau diese Korrekturbewegung kommt, ne? Bis hier unten hin. Heißt also, unverändert hier bei 12,60. Also in etwa hier knapp vor der Eröffnung oder auch bei der Eröffnung, auf die paar Punkte kommt es dann nicht mehr an. Das wäre natürlich schon so der Premium Long, ne? Deswegen da halt ganz klar aufpassen. So, aber zumindest haben wir jetzt noch mal ein bisschen Bewegung hier. Die Kerzen werden auch gerade so ein bisschen länger auf der Minute. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das halt da oben endet, ob der wirklich jetzt im Stundenabschluss die Bewegung darüber schafft oder ob wir so stehen bleiben. Wenn wir so stehen bleiben, dann, wie gesagt, Obacht und dann lieber unten und dann halt noch mal rein im Rücklauf und nicht vorher. Aber ich habe jetzt hier eh erstmal nicht allzu viel drin. Von daher ist das alles noch recht legitim.
So, ich auch mal irgendwie gerade machen kann. Erstmal gucken, wie sieht der 5-Minuten-Chart aus im Vergleich zur Minute. Ja, hier letzter Außenstab, danach nur noch Innenstäbchen. Das heißt, da könnten wir eigentlich auch mal hier eine Runde drauf aufsetzen. Und da halt mal versuchen, auch die erste Position wieder reinzugeben. Also wie gesagt, das sieht zwar nach Pipi-Kram aus, ne, mit den 50 Cent, aber das läppert sich auf mehrere hundert am Tag. Daher sollte man echt nicht unterschätzen, weil vor allen Dingen nochmal, wir haben halt hier eine Eröffnung, die über 200 Punkte schon gelaufen ist. Und normalerweise haben wir eher eine Eröffnung, die dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Punkte läuft. Ich glaube, der Durchschnitt ist ein bisschen höher. Aber trotzdem sind wir hier irgendwo mit Faktor 4 unterwegs. Ne? Und deswegen muss man halt auch den Stop viermal so weit setzen und die Position dann halt auch auf ein Viertel runter. Alles andere führt zu nichts. So, alle eingeschlafen oder sind noch da? Nein, ist ja schon noch viel los hier. Und so, ne, wie gesagt, das wäre jetzt also der erste Punkt, weil wir jetzt hier halt auch im M5 jetzt erstmal halt den Außenstab, immer den jetzt mal auf der Unterseite anlaufen. Das heißt, ich gebe mal hier eine rein. Jetzt war ich ein bisschen langsam, aber ist okay. Den dafür halt nicht. Und falls er nochmal tiefer kommt, dann hier unten halt auch nochmal. Weil mehr sehe ich jetzt hier gerade noch nicht, außer das jetzt irgendwie gerade versucht. Und was natürlich die Stundenkerze machen darf, ne, wenn die jetzt halt fertig wird, das ist halt hier auf der 12.100 aufsetzen. Deswegen, ich habe hier natürlich ein bisschen Luft von der Positionsgröße und würde den halt auch dann lieber einskalieren, als jetzt hier rauszugehen, aber eben auch nicht drunter mitmachen unbedingt. Ne? Deswegen, weil noch passt es ja. Aber das sind halt auch schon wieder 70 Punkte runter von da oben. Ne? Das ist halt echt schon ganz schön ordentlich, was da halt abgeht. Ne, was man jetzt hier sieht, nochmal hier mit den Außenstäben. Das wird ja immer wieder gefragt, ist zwar nur der M5. Aber trotzdem, ne, hier ist die Unterseite von dem letzten Außenstab im M5. So. Und genau da haben wir jetzt auch die Reaktion. Die habe ich ein bisschen doof eingekauft hier oben. Ich hätte schon die Unterseite mal irgendwie abwarten sollen, aber das ist eben die Reaktion, die wir jetzt halt hier gerade sehen. Was das denn jetzt? Wieder nicht. So, und da wir jetzt hier reagieren, das heißt, hier wird es halt auch entsprechend, komm schon, die nächste Anlaufstelle, dann auch wieder hier oben, da wo die Position halt auch liegt. Das wäre jetzt halt so eine eigentlich prädestinierte Range jetzt halt für diese Bewegung. Das heißt, den hier oben will ich aber jetzt, nö, den will ich gar nicht wegmachen. Weil wenn wir das durchlaufen sollten, und dann stehen die Chancen halt auch entsprechend groß, wenn wir hier die letzte Abwärtsbewegung halt raus haben, dass wir dann entsprechend auch nach oben durchlaufen. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie gesagt, weiß es nicht, weil wir jetzt halt eben die Stunde jetzt halt fertig machen. Von daher laufe ich jetzt natürlich gerade mit dem M5 gegen den H1. Das ist natürlich ein bisschen grenzwertig. Ja, so ein bisschen habe ich mir das anders eigentlich vorgestellt, hier das Live-Trading, aber okay, das ist, glaube ich, echt immer so ein bisschen das Problem, wenn man halt irgendwie zu viel erklären muss, dass man halt irgendwie dann auch mal so ein paar Sachen außer Auge lässt oder halt eben auch oft nicht schnell genug ist, ne, oder zu zögerlich ist oder wie auch immer.
Aber generell trotzdem halte ich es für richtig. Also es ist halt wesentlich langsamer als das, was ich die ganzen Tage jetzt gemacht habe. Aber vom Prinzip her eigentlich schon das Gleiche. Ja, nämlich halt wirklich reine Reaktionspunkte suchen, die handeln und im Zweifelsfall eine Zeiteinheit höher schrauben, dort entsprechend die Reaktion suchen und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann halt eben raus. Ja. Wenn das Ding jetzt nach unten durchrauschen würde, würde es ja theoretisch ziemlich eins drauf bekommen. Ja, genau. Dann kriege ich halt eins drauf, ne? Das ist halt so. Also hat man ja vorhin ja auch an dem Kontoauszug ja auch gesehen, ne? Das ist ja auch klar. Das ist völlig in Ordnung, ne? Kann ja nicht immer richtig liegen, das wäre nett. Aber das ist aber auch, finde ich, halt der Schlüssel, ne? Also eigentlich ich weiß nicht, ob das doof klingt, aber die Fähigkeit, Verluste irgendwie schmerzfrei realisieren zu können, die muss man haben, ne? Ich kann ja jetzt hier nicht, nur weil ich glaube, wir laufen jetzt halt mal irgendwie über die 12.200, nur weil ich das glaube, kann ich ja hier nicht anfangen, jetzt irgendwie da 300 Punkte zu verbilligen. Das kann ich ja nicht machen. Und da muss ich halt schon irgendwo klar meine Grenze halt finden und dann halt auch meinen Exit entsprechend setzen. Das ist doch logisch. Also, man ist ja schön, das ist immer das Gefährliche an Ideen. Ideen sind alles gut und schön, ne? Aber Ideen sind halt auch gefährlich. Weil man irgendwie dann ganz schnell auch mal zu sehr davon überzeugt ist, von der Idee und dann komische Entscheidungen trifft und dann nachher sieht so, ey, hast du nicht gesehen? Da war doch irgendwie ein Tief und das ist doch irgendwie verkauft worden und weiß ich nicht was. Ne? So, aber hier, das ist auf jeden Fall jetzt ein nettes Beispiel hier für diesen Ansatz mit den Außenstäben. Jetzt sind wir zumindest schon mal hier an der Oberseite von der Kerze davor. Und sollten wir die jetzt rauskaufen, dann würde ich tippen, dann rennen wir auch da oben durch. So, aber generell war das jetzt erstmal halt richtig. Ne? So, wie gesagt, es kommt die Stunde. Kriegen wir ein bisschen Reaktion in die Stundenkerze rein. Jetzt muss man mal gucken, wie weit die läuft. Die kann jetzt halt schon mal kurz böse nach unten. Was heißt böse, ne? Also einfach schnell nach unten. Hauptsache, sie kommt genauso schnell wieder zurück. Der Rest ist da weniger wichtig. Ich versuche den Trade hier zu Ende zu bringen. Ob der Markt jetzt zeitlich mitspielt, weiß ich halt nicht. Ne? Aber ansonsten, halt wie immer, kann man das ja halt irgendwie dann im Nachhinein ja auch problemlos nochmal halt irgendwie sich angucken, wie es denn da halt, was da halt wo in welche Richtung gelaufen ist. Und dann für sich eben gucken, ob man halt für seinen Ansatz da halt irgendwo was mitnehmen kann. Ja, aber vom Prinzip her, ne? Also hier auch mit der 15-Minuten-Kerze, das habe ich gar nicht gesehen, das ist genau das Gleiche, ne? Das war die Eröffnung von der 15-Minuten-Kerze, auch ein Außenstab, und da haben wir halt auch Reaktion. Und das heißt, auch wenn wir jetzt halt hier, wie gesagt, ein Stück weit runterlaufen, von mir aus, ne? Das macht nichts, würde ich halt auch dann drauf bauen, dass wir entsprechend um 10:15 Uhr wieder hier oben stehen, ne? Also nochmal auf der 31. Und deswegen will ich auch hier unten aus mehreren Gründen. Also A, ne, weil wir halt diesen Außenstab hier oben haben, der auch hier schon mal irgendwie gerade verteidigt wurde. B, weil wir halt hier, um auf den Stundenchart nochmal kurz zu gehen, ich glaube, ich muss heute Morgen irgendwie mal meinen Server mal resetten, ne, weil halt hier dieses Hoch ist. Das war der Widerstand, der ist jetzt für meine Begriffe, ist das jetzt ein Support, also die 106. Ne, weil die gekauft wurde, deswegen wäre das halt auch ein Punkt, der eigentlich reagieren müsste nach oben und zwar recht deutlich. Plus eben halt, wie gesagt, die Außenstabsgeschichte. Das heißt, vom Timing her sind wir da irgendwo in der Richtung 10:15 Uhr, wo ich das dann natürlich dann halt auch bräuchte, ne? Um da jetzt halt irgendwo länger dran festzuhalten. So, wo ich vorhin noch gesagt habe, ne? Schnell rein, schnell raus. Ich verzettel mich hier beim Reden, merke ich gerade. Ne? Ich hätte ja da oben einfach auch mal rausgehen können mit der zweiten Position. Habe ich ja vorhin auch gemacht. Ne? Aber gut, so ist das halt im Webinar. Man muss halt immer irgendwie tausend Sachen irgendwie gleichzeitig machen. Und der Heiko kennt das auch. Der sagt auch immer, ey, im Webinar kriege ich nichts auf die Kette.
Ich kann es nachvollziehen. Das Tool mit den Außenstäben, wie das heißt, fragt der Lars. Das ist kein Tool mit Außenstäben. Das sind hier einfach nur die Kerzen. Das ist das X-Frame-Add-on. Das ist im Stereo-Trailer mit dabei. Man muss es nur separat installieren über einen Installation Manager. Und das heißt, wie gesagt, X-Frame. So, also zieht sich wahrscheinlich ein bisschen hin. Die Geschichte hier. Vielleicht kommt er sogar ohne die 106 aus. Wenn er die jetzt nicht ganz genau macht, kann auch sein. Aber ich würde schon eher drauf tippen, dass wir da mal ein bisschen genauer. Ah, da ist er. 107, 106. Das wäre so der Dip, wie ich ihn gerne hätte. Was man hier jetzt auch sieht, da kommen die Volumentrader auch auf ihre Kosten. Ne? Wir stehen außerhalb der VA. So, und da versucht er gerade irgendwie den Tanz darauf und versucht sich außerhalb von der Value Area auch zu halten. Ne? Auch das passt hier mit der 131 ganz gut zusammen. Problem ist halt hier nur der POC, der sitzt viel zu niedrig. Bei 987, da würde ich natürlich nicht unbedingt nochmal hin. Ne? Dann würde ich halt eher, also wenn er jetzt halt hier als Beispiel, das wäre jetzt halt hier die nächste. Ne? Also 83 wären wir eigentlich schon fast zu tief. Das heißt, wenn wir hier in die Nähe kommen, dann würde ich eher rausgehen und würde mir dann halt irgendwie später dann halt irgendwie was anderes suchen. Was? Danke, dass die Fragen nicht beantwortet werden. Mein lieber Jens, ich kann hier nicht gleichzeitig alles lesen und irgendwie erklären und handeln und Fragen beantworten. Ich gucke aber gerne, wo deine Frage ist, die muss ich erstmal finden. Kann zu diesen Trades noch einmal etwas zu den Einstellungen im Stereo Trader gemacht werden? Da weiß ich jetzt leider nicht ganz, was du damit meinst. Sei so nett und führe das noch ein bisschen genauer aus. So, komm, jetzt gib mir hier noch einen Piekser drauf. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen gemein, ne? So, hier wegen einem Punkt. Das wäre so ein bisschen mies. Ja. Aber vom Prinzip her schon richtig, ne? Also die Reaktion, haben wir gesagt, die darf ein bisschen deutlicher. Das ist jetzt irgendwie zwar noch nicht so viel, aber immerhin trotzdem mal waren da schon 20 Punkte in die Richtung. Aber vielleicht kriegen wir den ja auch noch ganz genau da unten. So, man kann natürlich ja auch anders skalieren, kann dann sagen, gut, man hat hier nur einen Teil und machen hier unten den anderen Teil, falls er dann noch mal kommt. So, ne, aber vom Prinzip her genau das. Man kann natürlich jetzt auch, wenn man jetzt als Beispiel sagt, na gut, ich will gar nicht innerhalb der Stunde operieren, sondern arbeite nur mit den Stundenkerzen, kann man es natürlich genau so machen. Ne? Das heißt, man wartet die Stunde ab und geht dann halt entsprechend in den Markt. Aber hier, ne, guckt sich die Reaktion an. Ich habe ja gesagt, die sollte schon ein bisschen deutlicher sein. Das ist deutlich, was wir jetzt hier gerade sehen. So, 10:07 Uhr, das heißt, wir sind in der Hälfte der 15-Minuten-Kerze zeitlich. Und Premium wäre natürlich, weil hier oben, das fehlt ja noch, ne, das Hoch von dem, zumindest mal von 5 Minuten Außenstab, die 170 irgendwas, wenn wir die jetzt halt bis 10:15 Uhr halt auch da oben dann auch hätten. Das wäre natürlich dann auch ein recht schickes Bild im M15 und dann rennt der höchstwahrscheinlich auch nach oben durch, wenn er das macht. So, jetzt muss man mal gucken, ob man die jetzt halt, ich würde halt die ausbauen generell,
hier bis 2,50 € pro Punkt. Wie gesagt, das sind pro 100 Punkte, ne, sind 250 Euro. Aber eben halt hier zusammengestückelt mit kleinen Positionen. Und deswegen überlege ich, hier unten den habe ich ja nicht sauber erwischt, da habe ich jetzt nur die Hälfte von der Pyramide drin. Deswegen überlege ich gerade, wo ich das Ding nochmal ausbauen könnte. Hier auf der Oberseite, um da halt entsprechend auch mit einer bisschen größeren Position da oben rauszukommen. Jetzt muss man hier nur mal, muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. So, was sich natürlich anbietet auf den ersten Blick, ist, dass halt hier, dass man halt an dem Bereich dann halt irgendwie sagt, ja, hier das hoch, weil das gekauft wurde. Ne? Was dagegen spricht, ist halt einfach hier die Eröffnung von der Abwärtsbewegung. Ne? Deswegen ist das eigentlich kein guter Punkt oder zumindest nicht im ersten Anlauf, vielleicht im zweiten, aber nicht im ersten. Was dann vielleicht schon ein bisschen besser wäre, ich jetzt hier ein bisschen, wenn ich mutig sein will an der Stelle, direkt hier unten, ne? Weil wir haben hier nochmal auf das Cluster aufgesetzt und ziehen, der Markt reagiert nochmal nach oben. Das heißt so, jetzt habe ich hier zumindest schon mal die, die ich halt hier unten kaufen wollte, die ist jetzt hier schon mal vollständig drin. So, den Stop ziehen wir mal prophylaktisch mal hinterher. Weiß ja nie, was kommt. Muss jetzt nicht unbedingt da liegen bleiben. Aber weil ich halt eben nicht weiß, ob das jetzt hier aufgeht oder nicht. So, wenn man sich jetzt mal die Stundenkerze anguckt, ne, sieht die schon ganz anders aus. Da oben. Das war nämlich nur dann die Reaktion hier auf die letzten Hochs. Und die 15-Minuten-Kerze sieht ja momentan genauso aus. Wie gesagt, das wäre halt schon eine recht schicke Nummer, wenn wir die jetzt einmal hier oben durchpusten. Aber wie gesagt, den mache ich weg. Der gefällt mir nicht hier oben. Und deswegen habe ich ja jetzt lieber den Rücklauf hier schon gekauft. Muss die jetzt natürlich auch nicht auf Biegen und Brechen dann halt nach oben ausbauen. So. Weißt, wie siehst du sowas, wenn es nach Außenstab im 5 noch einen Außenstab gibt? Ich verstehe die Frage leider nicht ganz. Sei so nett und leg da nochmal nach. So, ne, hier wie gesagt, da ist ein bisschen doof. Außer es geht jetzt ganz schnell, das wäre natürlich fein. Aber hier würde ich keine Long drauf geben. Nicht hier oben. Nicht im ersten Anlauf. Genau deswegen sieht man ja auch, ne? Habe jetzt direkt eine Reaktion. Wie weit die jetzt ausfällt, weiß ich nicht. Im zweiten Anlauf kann man drüber nachdenken. Ich skaliere mir hier echt einen ab. Weil vor allen Dingen halt, der M15 hat ja noch ein bisschen Zeit. Der hat noch 4 Minuten, ist ein Haufen Holz. So, ich glaube, jetzt versteht man es besser, warum ich das nicht wollte. Aber das heißt nicht, dass ich beim zweiten Mal nicht mache. Also, ja. Meine, was halt hier aussieht wie eine Mini-Bewegung, das waren gerade irgendwie fast 20 Punkte, ne? Das muss man ja nicht unbedingt, wenn man sowas weiß, dass man dann Reaktionen kriegt. So, der zweite wäre eindeutig halt hier besser, ne? Weil dann laufen wir zum zweiten Mal da oben hin, wir laufen zum zweiten Mal über das Hoch hier drüber und wissen schon, da war jetzt nicht allzu viel Gegenbewegung. So, von daher hat das jetzt natürlich auch bessere Chancen. Zack. Und schon springt er auch da durch. So, und jetzt lauf bitte oben raus, mein Lieber. Zumindest mal hier bis zur 70 irgendwas. So, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, muss man ja leider so sagen, laufen wir hier genau mit dem 15-Minuten-Impuls oben über
Die 200. So, Stopp nachziehen. So, jetzt hier auch nochmal aufpassen. Hier ist jetzt genau dieser Außenstab, ne? Das heißt, man kann natürlich auch hier ausskalieren, wenn man möchte. Ne, erstmal wieder eine rausgeben. So, und dann gucken wir jetzt, ne, wo der Break-Even jetzt mittlerweile liegt. Da ist doch wunderbar. Und so haben wir halt von ursprünglich Short ganz souverän hier in den Gewinn nach Long das Ding gedreht. Ja, aber das hat man, das hier war gerade, glaube ich, echt nett. Ne? Das ist halt irgendwie, das ist aber dann immer schön, wenn auch irgendwie das Gesagte dann auch in der Praxis sich zeigt. Ne? Das halt erste Reaktion, also beziehungsweise erster Anlauf, nein, abwarten, zweiten durch und Feuer. Ne? Und was man jetzt halt hier auch sieht, auch wenn es nur der M1 ist, ne? Widerstand, Backtest und wieder hoch. Das heißt, ich hätte jetzt auch hier schon wieder die Position, die ich gerade hier aufgegeben habe, den Teil, den ich hier schon wieder nochmal reingeben können. Aber wie gesagt, da bin ich heute Morgen irgendwie zu langsam für. So, jetzt gucken wir mal. Dann machen wir das Ding hier nämlich auch zu, so langsam. Weil dann irgendwie 10, 15, ich weiß ja jetzt nicht, ne, ob der jetzt mit dieser 15-Minuten-Kerze da oben durchläuft. Aber darum geht es ja auch nicht, jetzt hier irgendwie den ganzen Markt da halt irgendwo einzufangen, sondern halt ja eher vielmehr darum, wie geht man mit so einem Markt um? Das war ja auch so ein bisschen der Titel von dem Webinar heute. Und ich habe es ja auch am Anfang ganz bewusst auch so ein bisschen provoziert und auch mich aggressiv dagegen gestellt, obwohl ich ja vorher was ganz anderes gesagt habe. Und um eben halt auch mal zu demonstrieren, wie das geht, wenn man eigentlich gar keine Ahnung hat oder was man nicht weiß. Ich weiß ja auch nicht. Ich meine, keiner weiß es ja, was halt der Markt letzten Endes halt macht. Ne? Und ich finde, das ist ja eigentlich ganz gut gelungen. Denn wir sind auf jeden Fall im Plus hier, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke. Und von daher erstmal soweit alles nett. Ich gucke mal, ob wir jetzt hier noch einen Impuls da kriegen. Den würde ich dann halt noch mitnehmen. Und ansonsten können wir das hier eigentlich. Dicht machen. Na komm. Einen schönen Nachimpuls auf die 15-Minuten-Kerze. Übers Tageshoch von heute. Und am liebsten natürlich gleich über das von gestern mit, aber. So, aber hier ist es natürlich das Gleiche. Ne? Der kann jetzt halt hierdurch hier auch nochmal runter irgendwie auf die Eröffnung von der 15-Minuten-Kerze. Das weiß ich halt eben nicht. 15-Minuten-Kerze hat halt leider die Angewohnheit, dass sie auch schon mal 15 Minuten dauert. Ne? Das ist halt so ein bisschen nervig. Ne? Auch wenn es jetzt hier erstmal so aussieht. Da muss man halt vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen. So, also ist jetzt nicht üppig, ne, was da rausgekommen ist, aber nochmal, darum geht es ja hier nicht. So, aber so sehen wir halt aus. Ne? Und darum geht es ja im Endeffekt. Das, was übrig bleibt. Alright, also die Einstellungen nochmal. Ich habe halt hier, was ich eingestellt habe. Ich lasse den jetzt erstmal hier drin. Ne? Also ich lasse den da mal rumzappeln, weil ne, sowas darf man halt auch nicht machen. Vielleicht dazu noch ganz kurz. Ne? So hoch gekauft, ja, Stop-Order rein und dann Stop-Loss 20 Punkte. Was passiert? Wird abgeholt, wird abgefischt. Fertig. Nicht machen, nicht so. Abwarten, bis die ersten durch sind. Rücklauf abwarten, dann lieber unten nochmal rein. Da, wo es dann so aussieht, als würde es runtergehen. Das heißt, hier einfach nochmal in dem Bereich. Bei so einer Geschichte würde ich ja nochmal rein. Hier haben wir eine schöne Kerze im M1. Wir sind fast am Anfang von der 15-Minuten-Kerze. Da würde ich da reingehen. Nicht hier oben. Da per Stop.
Das ist oft nicht gesund. Also schon gar nicht irgendwie mit einem engen Stop-Loss irgendwie von 20 Punkten, was ja hier eng ist, ne? Weil es ist hier 30 Punkte gerade rückwärts gelaufen. Sollte man so nicht machen. Genau, die Einstellung. Also, was ich halt eingestellt habe, ist halt hier initialer Stop-Loss. Der steht bei mir jetzt hier auf 25. Will jetzt aber auch einer sagen, ja, da ziehst du den Stop doch viel weiter. Ja, es geht ja auch um den Initialen, ne? Weil ich halt grundsätzlich schon ein Freund davon bin, direkt einen Stop-Loss zu haben und nicht irgendwie erst nachzuschieben, weil ich brauche nur irgendwie, keine Ahnung, Stromausfall, Netzwerkausfall, alles Mögliche, ja, und dann habe ich eine Position im Markt ohne Stop und komme ins Schwitzen. Deswegen ist bei mir auch immer der Stop an, wenn ich eine Position aufmache. Und der steht hier auf 25, deswegen vor allen Dingen, weil ich dann überhaupt erstmal Zeit habe zu reagieren, ja. Und ich habe jetzt irgendwie auch die Tage auch schon ein paar Mal habe ich es hingekriegt, eine Position im DAU aufgemacht. Da war halt irgendwie 10 Punkte Stop-Loss eingestellt. Die war so schnell wieder weg, so schnell kann ich gar nicht gucken. Und damit eben halt auch das halt nicht passiert, ne? Einfach die Sachen im Vorfeld richtig einstellen. Dann habe ich halt hier Break-Even-Absicherung 5 Punkte. Die ist normalerweise steht die auf 2. Das heißt, ich habe ja hier die Möglichkeit, mir den Break-Even ja absichern zu lassen, ne? Ich kann ja hier sagen, nach 20 Punkten sichere mir den Break-Even ab. Und dann dieses BE-Add, was man gerade gesehen hat, die plus 5, die werden ja dann auf den Break-Even draufgerechnet. Normalerweise ist es plus 2. Aber das heißt, ich habe dann nicht nur irgendwie den Trade abgesichert auf 0, sondern abgesichert auf plus 2. Und hier gehe ich halt auf plus 5. Eigentlich müsste da plus 8 stehen sogar. Hauptsächlich wegen der Slippage, ne? Weil wenn der Markt halt illiquide ist und der läuft in meinen Stop, wenn der Stop-Loss irgendwie 2 Punkte im Plus ist, werde ich in den meisten Fällen, werde ich trotzdem mit Minus da rausfliegen. Das ist aber nicht der Broker schuld, sondern das ist der Markt schuld, ne? Weil der halt einfach nicht liquide ist. Und deswegen sind die ganzen Werte halt so ein bisschen hochgeschraubt. Und das ist eben halt, und grundsätzlich habe ich auch beim Skypen das hier eigentlich immer an, ne? Das heißt, jetzt wäre es ja halt auch so, wenn es an wäre, würde der Stop unten abgesichert werden. Ich habe den jetzt nur eben ausgemacht, weil ich ja hier eine skalierte Position mache, aber generell ist er immer an, ne? Und das führt natürlich dazu, dass man dauernd irgendwie rausfliegt, aber dauernd eben halt auch mit kleinem Plus, ne? Und man kann es ja halt deaktivieren, wenn man halt irgendwie an einem Trade operiert, der aus mehreren Positionen besteht. Aber generell, um anzufangen, ist das auf jeden Fall halt irgendwie oder überhaupt halt irgendwie, was heißt anzufangen, ja? Also um überhaupt, wenn man in den Markt geht, anfängt zu handeln, erstmal rein. Rausmachen kann ich ihn immer noch. Und aber das ist eigentlich schon eine nette Geschichte. So. Ihr seht oder ihr hört, ich versuche mich hier zeitlich zu hangeln bis zum Ausbruch da oben raus. Das wäre natürlich jetzt schon sehr schick, wenn man halt eine schöne Bewegung hier zum Abschluss hätten, da oben durch, über das Vortageshoch. Ja, wo ich ja vorhin auch meinte, immer Tageskerzen gucken bei großen Bewegungen, nicht Stunde irgendwie oder sowas als Ziel, immer die Nummer größer. Und deswegen ist natürlich das auch, das wäre halt erstmal der Punkt, der interessant ist. Das ist eigentlich gar nicht so interessant hier, was wir da über Nacht hatten. Also eigentlich halb so wild. Auch wenn du jetzt hier noch ein bisschen rumdruckst, aber im Endeffekt ist das eigentlich wurscht, würde ich mal behaupten. Wie dem auch sei. So. Oder kriegen wir ihn noch? Kriegen wir noch? Kriegen wir nicht mehr. Vorführeffekt. Schade. Dauert jetzt wahrscheinlich schon irgendwie bis halb. Also ich weiß es nicht, ne? Aber ich denke mal, ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ich habe ja gesagt, wo ich hin will, hier die 365, ne? Das wäre halt so das Maximum, was man natürlich dann auch machen sollte. Das wäre halt irgendwo hier davor, nicht genau an der 63, sondern irgendwo davor, einen Trail irgendwie zu setzen, wenn man jetzt als Beispiel halt solche Impulse-Trade halt nur machen will. Oder aber man geht hin und sagt dann hier oben, gut, an der 63, nee, 65, da würde ich halt mal irgendwie die ganze Nummer
auf Short drehen. Ist auch echt, finde ich, wichtig, die Sachen halt irgendwie zeitlich zu setzen. Weil ich habe halt auch irgendwie, ich habe letzte Woche fast gar nicht, nee, ich habe gar nicht gehandelt, bis auf den Freitag. Und ich gehe mal kurz hier wieder rum. Habe ja gar nicht gehandelt bis auf den Freitag, weil ich habe mir irgendwie am, was ist ja, am Donnerstag oder wann es war, da stand der DAX irgendwie bei 13.600 irgendwas. Und da dachte ich so, ach so, ja, wenn die, oder nee, Quatsch, 12.000 irgendwas. Und dachte so, ach, wenn die 12.410 kommen, dann gehe ich da mal long. Aber war 200 Punkte drüber und dafür haben wir ein bisschen Zeit. So, gehe ich in die Küche, hole mir einen Kaffee. Und irgendwie noch kurz telefoniert, keine 10 Minuten, kommt zurück, da war der DAX schon unter 12.400. Und ich dachte, das kann ja alles nicht wahr sein. Ne? Und ich dachte, gut, wenn er nochmal kommt, nehme ich ihn dann. Kam natürlich nicht mehr, ist direkt irgendwie 200 Punkte wieder draufgelaufen, 400 sogar. Ja, super. So ging das irgendwie die ganze Woche. Und deswegen halt, weil der Markt wirklich sauschnell ist, ja, finde ich es halt wichtig, dass man halt solche Exit-Punkte, wie ich es jetzt hier zum Beispiel habe, ne? Also das Zielpunkt hier mit der 12.265, mal als Beispiel, wo ich dann also, sofort die Position hin, das kann in einer Minute erledigt sein, die Nummer. Ne? Das hat man ja echt oft gesehen die letzte Zeit und genauso auch mit dem Stop-Loss setzen. Ne? Auch wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn das schön aussieht alles, ne? Der kann in 3 Sekunden kann der weg sein. Ne? Also deswegen, da muss man, glaube ich, echt schon ein bisschen drauf achten bei so einem Markt. Gut, so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Impuls kam jetzt nicht mehr zum Schluss. Muss man ein bisschen Geduld mitbringen, passt aber. Oder geht eben raus oder wie auch immer. Aber ich glaube, vom Prinzip her ist, hat das ja ganz gut funktioniert hier mit der Erklärung. Gut, dann sage ich mal Dankeschön. Jetzt werde ich hier noch gefilmt. Wollte ich eigentlich. Na gut. Ist egal. Also, ich sage mal Dankeschön an der Stelle. Passt auf eure Positionen aus. Ist der Flo noch da oder ist der? Ich bin auf jeden Fall da, Dirk. Dann darfst du natürlich das Schlusswort auch gerne haben. Aber ich sage mal Dankeschön. Wir sehen uns am Freitag wieder zu den NFPs. Um 14.15 Uhr geht es los. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid und sag mal danke auch an den Flo. Und dem Nelson übrigens alles Gerne, gerne. Gute. Der ist heute aus persönlichen Gründen nicht da, aber den grüße ich jetzt mal. Ja. Toi, toi, toi. Und ne, Flo weiß Bescheid. Ich weiß auf jeden Fall Bescheid. Na, also ich Ja. bin auch am Freitag wieder mit dir zusammen im Ah, Webinar. okay. Na, Ja. also ich hoffe dann natürlich, dass die Teilnehmer am Freitag dann auch wieder so zahlreich dabei sind. Na? Ja. Davon gehe ich nochmal ganz stark aus. Also, dann nochmal danke an der Stelle auch an den Flo und FXLet. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön an der Stelle auch nochmal von mir, ne? Und natürlich im Namen von FX Flat. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.